Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Chainsim World 3, der Danny spielt das. Heute mal ein ungewöhnlicher Start in ein Szenario, und zwar starten wir zu Fuß. Denn auch das ist möglich. Ich habe vor, mal mich blind in einen Zug zu sitzen und zu schauen, wohin es geht. Wohin uns die Züge führen, ob wir da hinfahren können, ob es der Chainsim World bzw. das Spiel zulässt, dass wir irgendwo an den Rand fahren können, was hier eigentlich gar nicht erreichbar ist. Der da vorne fährt schon ab. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal auf die Fahrpläne. Wir sind übrigens hier in Würzburg Hauptbahnhof, falls ihr das schon gemerkt habt. Und sind wie diese Leute hier einfach ein Fahrgast. Und dementsprechend suche ich mir jetzt einfach mal einen Zug heraus. Schauen wir mal so ein bisschen auf die Anzeigetafeln. Es ist übrigens der 19.11.22, also der Samstag. Genau der Tag, den wir heute haben. Ihr seht, es ist ganz schön was los hier. Hier fährt gleich einer ein nach Hamburg-Altona. Über Hanau, Frankfurt, Frankfurt, Flughafen, Hamburg-Altona um 8.25 Uhr. Der ICE 1020. Und dieser hier fährt auch nach Hamburg-Altona. Der fährt jetzt gerade ab. Okay, das ist dann so. Wir haben ja Zeit. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen auf die andere Seite rüber, würde ich sagen, weil hier tut sich gerade nicht viel. Ich würde sagen, wir nehmen den ICE auf der anderen Seite. Das schaut euch mal diese Riesenhalle hier an. Wahnsinn, oder? Der Würzburger Hauptbahnhof, Untergrund. Ja. Wir haben Zeit, mal hier so ein bisschen zu lesen, weil unser Zug fährt ja noch nicht so schnell ab. Diese Modernisierungen der Strecken erlauben es uns immer, ihnen schnellere, umweltfreundlichere, leisere und zuverlässige Reisen zu gewährleisten. Wir arbeiten momentan an Alternativen, um ihre Reisepläne zu erleichtern. Es wird Schienenersatzverkehr eingesetzt und ihre Fahrkarten werden ebenfalls auf anderen Strecken akzeptiert. Wir werden alle Details an Bahnhöfen online oder per E-Mail zur Verfügung stellen. Unsere Mitarbeiter werden Ihnen bei jeglichen Fragen zu den Baumaßnahmen gern Auskunft geben. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Website Deutsche Bahn. Ja, das ist doch sehr, sehr schön. Streckenstörung. Nach einer gründlichen Überprüfung freuen wir uns mitzuteilen, dass die geplante Schließung der Strecke nicht weiter erforderlich ist. Die vorgesehenen Verbesserungsarbeiten finden jedoch statt, um die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit zu gewährleisten und zu verbessern. Wir konzentrieren uns nun darauf, diese Arbeiten zu einer weniger störenden Zeit zu vervollständigen, also wahrscheinlich nachts. Wir arbeiten momentan an Alternativen. Ja, das haben wir ja gerade schon gelesen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen voran hier. Können wir den Aufzug eigentlich benutzen? Nee, schade. Schade, das wäre es jetzt noch gewesen. So, ich 5 Meilen gegangen, ja. Das ist auch sehr schön. So. Da steht wahrscheinlich dasselbe. Schauen wir uns hier mal so ein bisschen um. Viel tut sich hier nicht gerade viel zu sehen hier. Das heißt, wir gehen mal an Bahnsteig 3 und 2, A bis C. So, da steht ein Regionalexpress. Der fährt nach Stuttgart um 7.37 Uhr. Wisst ihr was? Da steigen wir jetzt ein. Und dann schauen wir mal, ob wir noch bis nach Stuttgart kommen. Das wäre doch mega, oder? Meine Güte, ist hier viel los. Das gibt's doch gar nicht. Ich möchte gerne freien Boah, alter Schwede. Wollt ihr alle hin? Wir haben Samstag. Die kein Boah. Alter. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, 9-Euro-Ticket ist vorbei. Was macht ihr alle hier? Unnormal. Wollte ich doch lieber einen Fernverkehrszug nehmen? Tja, Wahnsinn. Ist überall so viel los. Ihr auch? Nee, danke. Also, warum steht hier? Ja, da steht, ihr seht es überhaupt. Erstmal 19.11.2022. Hm.
glaube, wir nehmen Fernverkehrszug. Und dort saß ich letzte Mal. Das heißt, wir rennen hier runter. Und, gehen wir hier drauf. Oh nein, ich fette jetzt ab. Och Mann! Der fährt nach Wien. 8:30 Uhr. Ah, egal, dann warten wir auf den nächsten Fernverkehrszug. Der kommt um 8:02 Uhr. Fährt nach München. Über Würzburg, Nürnberg. Auf den warten wir. Auf den warten wir. Ich hoffe, der kommt jetzt gleich mal. Es sind jetzt noch eine gute halbe Stunde. Können ja derweil hier mal so ein bisschen am Bahnhof rumlaufen. Vielleicht noch das eine oder andere Streckenkarte vervollständigen. Was kommt denn hier jetzt überhaupt? München, der kommt um 8 Uhr, oder? Sehe ich das jetzt? 8.30 Uhr? Nee, das ist ja noch länger. Gehen wir mal kurz auf die anderen Bahnsteige, zu gucken, ob da vielleicht ein früherer Zug fährt, auch in dieselbe Richtung. Das wäre natürlich mega. So, was haben wir denn hier im Angebot? Fulda, Kassel, Wilhelmshöhe, Göttingen, Hamburg. Der ist noch später dran. Und da? Hanau, Frankfurt, Frankfurt. Auch, ja. Wir müssen leider Gottes auf den ICE warten, der da um 8.02 Uhr kommt. Weil früher scheint hier nicht zu fahren. 8.30 Uhr. Nee. Würzburg, Nürnberg, ja. Auf den müssen wir warten. Auf den ICE 523. Da seht ihr es. Weil ich möchte gern wissen, ob ich über Würzburg hinaus fahren kann. Und da müssen wir leider jetzt ein wenig warten, aber ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ist zwar arschkalt, aber ja, ja. Fährt denn da ab? Können wir noch kurz darüber gehen? Schauen, was da noch so abfährt. Oder wisst ihr was? Ich mach mal kurz einen Break hier. Und stell mich einfach um 8 Uhr. Ich kann ja die Zeit ein wenig vorspulen. Mach mal das so und ihr hört mich dann gleich wieder. Bis gleich. So, da wären wir zurück in Würzburg Hauptbahnhof. 20 Minuten später. Gucken jetzt hier mal. Hamburg-Altona. Jetzt muss ich nämlich sehen, dass ich hier an den richtigen Bahnsteig komme. Hier bin ich falsch. So, gehen wir mal rüber. Ich glaube, das war ein weiter, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das war ein weiter. Ja, hier steht die Quitschi. Das ist 8.30 Uhr, das ist zu spät. 8.02 Uhr, hier war es. Da muss die Quitschi gleich weg. Hier war es, hier sind wir richtig. 8.02 Uhr, genau. ICE 523 auf dem Weg von Würzburg über Nürnberg nach München. Hauptbahnhof. Wunderbar. Dann warten wir mal. Wie es sich gehört, setzen wir uns dann natürlich in die erste Klasse. So, und du musst dich hier gleich verpissen, weil sonst gibt es ein Problem.
So, der Würzburger Hauptbahnhof. Wunderschön. Der optimierte Snack, der Gamer nicht ausbremst, meint Popping Pringles. Sourcreme und Onion, also Zwiebel und Sauercreme, oder wie sich das schimpft. Ja, warum nicht? Wer es mag? So, der Würzburger Hauptbahnhof in seiner vollen Pracht. Die Sonne geht auf. Die Quietschis machen sich jetzt hoffentlich gleich auf den Weg. Beziehungsweise die eine. Damit unser ICE 553 dort einfahren kann. Mit dem wir dann weiter nach München fahren wollen, wenn das möglich ist. Das wäre natürlich mega, auch wenn es vielleicht nicht ganz ausgebaut ist und fehlende Gleise und so weiter. Aber vielleicht hat man ja die Chance, zumindest in die Richtung zu kommen. Das wäre doch schon mal nice. Also da bin ich echt gespannt, ob das funktioniert. Sehr, sehr schön. Die Quietschi fährt ab. Das funktioniert. Unser ICE kann kommen. Traumhaft. Sportlich. Im November in kurzer Hose. So, und in der Regel kommen die KI-Züge meistens in der Regel 2 Minuten früher, als die Abfahrt ist. Das heißt, da müsst ihr hier gleich unmittelbar einfahren. Bin echt gespannt, was das für ein ICE ist. 1 oder 3? Also, wir sind beide recht. Wobei mich der 3 etwas mehr reizen würde. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Na komm. Vorsicht bei der Einfahrt. Aha, wir werden schon mal gewarnt. Das heißt, der müsste hier gleich auftauchen. Na, wo bleibt er? Kann sich eigentlich nur noch um Sekunden handeln. Steht da jetzt 8.07 Uhr? Ja, 8.02 Uhr. Dann sollte er sich beeilen. Oder er hat Verspätung, das kann natürlich auch sein. Das will ich gar nicht ausschließen. Sieht mir fast so aus, dass er ein paar Minuten Verspätung hat, weil da hinten kommt er, ein Dreier. Doch pünktlich, wunderschön. Ein Dreier, sehr, sehr nice. Dann kann das Projekt Nürnberg ja beginnen, also ich bin echt gespannt, wie weit wir da kommen. Nürnberg wäre schon mega, das wäre schon echt nice. Also jetzt gehen wir mal nach vorne. Erste Klasse ist meistens vorne. Haben jetzt auch nicht allzu viel Zeit einzusteigen. Das heißt,
steige gleich irgendwo ein und dann laufe ich nach vorne. Schaut mal die vordere Tür noch. So, es steht. Das heißt, wir steigen jetzt ein, weil der fährt unmittelbar ab. Ich möchte hier auf keinen Fall jetzt den Zug verpassen. So, lass mich doch mal rein. Danke. So, wir gehen nach vorne. Erste Klasse. Ich möchte gerne vorwärts fahren. Ist das möglich? Ist das möglich? Gehen wir mal ein Stück weiter nach vorne noch. Könnten wir aus dem Ruheabteil hier aussuchen. Ich glaube, das machen wir auch. Mal ein bisschen mehr Ruhe. Tür zu. Dann setzen wir uns hier hin. Dann warten wir ab, ob wir pünktlich Abfahrt haben. Dann bin ich echt gespannt, wie weit wir fahren können. Wir können ja gleich auch noch dem Lokführer etwas über die Schulter sehen. Etwas, was im normalen, im realen Leben als Fahrgast eher unmöglich ist, ist in diesem Spiel eben doch möglich. In diesem Spiel ist so einiges möglich, was es im realen Leben eben nicht gibt, was es im realen Leben auch nicht geben sollte. Davon mal ganz abgesehen, um Gottes Willen. So, wir haben Verspätung. Liebe Herrschaften, ihr solltet um 8.02 Uhr abfahren. Jetzt haben wir gleich 8.04 Uhr. Na gut, du kamst auch etwas spät. Dementsprechend habe ich natürlich etwas länger Aufenthalt. Aber nichtsdestotrotz sollte es jetzt gleich losgehen. Wahrscheinlich hat er noch auf die S-Bahn gewartet. Das kann natürlich sein. So, Krankenwagen, Feuerwehr lässt auch schon wieder grüßen am frühen Morgen. Die Sonne geht immer weiter auf. Ihr seht es da hinten in den schönen orangenen Bäumen. Das ist einfach nur traumhaft. Ein wunderschönes Bild. So, wir sind jetzt 2 Minuten drüber, Leute. Leute, wir haben Termine, also. Das ist jetzt Sache. Herr Kollege. Sitzt ja gar keiner drin. Fahren wir doch andersrum. Ach, was ist denn jetzt das Problem? Schauen wir mal auf die andere Seite. Da stand gerade was. Warten wir mal ab. Nürnberg, München, ja, also, geht doch, dann setzen wir uns wieder auf unseren Sitz, dann harren wir der Dinge, Türen sind zu, Abfahrt, doch in diese Richtung, wahrscheinlich Personal gefehlt, Lokführer kam zu spät, ihr habt es gesehen, ne, der Platz war vorhin noch frei, so, dann schauen wir mal, Abfahrt aus Würzburg Hauptbahnhof, auf dem Weg nach München Hauptbahnhof. Über Nürnberg und München-Pasing. Wäre es natürlich noch nice, wenn da jetzt irgendwie noch so eine Ansage kommen würde. Also, das wäre jetzt echt genial. Aber ja, das gibt es nicht. Aber vielleicht gibt es ja jetzt die Möglichkeit, bis nach Nürnberg zu fahren. Das wäre schon echt genial. Also, mega. Ausfahrt Würzburg Hauptbahn auf. Traumhaft. So, lass wir das mal hier so weg. Das ist viel schöner. Brauchen wir nicht als Fahrgast. Mega. Wunderschön. Wunderschön. Wir uns in die Kurve legen. Einfach nur geil. Ach, schade. Schade. Das ging jetzt schnell. Aber wir machen einfach weiter. Die reizt das voll aus.
bis es einfach nicht mehr geht, bis wir wirklich rausgeschmissen werden. So. Könnt ihr mal kurz auf die Karte schauen, wo wir überhaupt jetzt hier sind? Langenschwarz, Kirchheim. Müssten ja eigentlich irgendwo in der Nähe von Würzburg sein. Köhle, Kassel-Wilhelmshöhe. Okay, das ist die andere Richtung. Müssen wir nach unten hin. Hartberg, Burgsinn, Orbach, da sind wir. Da sind wir. Ihr seht's. Also wir bewegen uns jetzt praktisch auf. Bin echt gespannt, wie weit wir noch jetzt kommen. Wunderschöne Landschaft. Wunderschön. Okay. Das kam jetzt überraschend. Also es ist nicht möglich, weiter allzu weit über Würzburg hinauszufahren anscheinend. Weil man dann einfach irgendwann auf dem, ja, praktisch aus dem Ganzen rausgeschmissen wird und dann hier praktisch klebt. Tja. Schade, dass man nicht weiter hinausfahren kann bis nach Nürnberg, aber das ist dann halt so, kann man nichts dran machen. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr großartig bewegen, ich kann nur noch ranzoomen und wegzoomen und mich drehen. Ich kann mich nicht mehr bewegen, ich kann nicht mehr laufen, ich kann nichts mehr. Selbst wenn ich wollte, ich kann es nicht. Mir bleibt nur noch zu sagen, ja, ich hoffe, diese kleine Einsicht oder dieser kleine Versuch hat euch gefallen? Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Mit diesem wunderschönen Bild hier mache ich da ein schönes kleines Screenshot. So. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Habt noch ein schönes, schönes Wochenende. Es ist schweinekalt geworden, aber das gehört dazu, zu der Jahreszeit. Freut euch auf Weihnachten. Es ist nicht mehr lange und ja. Bis zum nächsten Mal, euer der Danny spielt das. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Haut rein. Bye, bye.